Dankeschön, ihr dürft klatschen. Danke für die warmen Worte, Inken. Eine Ehre, dass ich heute wieder auf der Bühne stehen darf. Ich habe vorhin erfahren, vor dem letzten Break, seit zwölf Jahren gibt es die D3Con. Wenn ich mich nicht irre, hat die elfmal stattgefunden und ich war alle elfmal dabei. Und ich finde es immer super, wie viel mehr Leute hier sind, wie voll das draußen ist, gerade noch mal am zweiten Tag. Und freue mich riesig, mit euch über Programmatic Digital Out of Home zu reden. Um, es wurde kurz gesagt, ich bin Co-CEO von Opinionary, ein Media-Startup. Um, ihr kennt vielleicht unsere Tachonadel, mit dem wir gut targeten können auf Webseiten. Das hat gar nichts zu tun mit Digital Out of Home. Und jetzt kommt das Aber. Ich habe vor zweieinhalb Jahren der holländischen DSP Sage Archer geholfen, auf den deutschen Markt zu kommen und habe dann irgendwie festgestellt, der Bereich Programmatic Digital Out of Home ist schon verdammt interessant. Während wir bei vielen anderen Themen, ähm, bei Programmatic Advertising, wo ich ein sehr, sehr großer Freund von bin, Häufig über Schwierigkeiten reden ähm, und andere Dinge. Ist wirklich äh, Programmatic Digital Form für mich der Bereich, der immer noch extrem weiter wächst und wir immer über neue Möglichkeiten reden. Und genau das muss ich nicht alleine machen, ähm, das mache ich gleich mit meinen wunderbaren Experten. Bevor wir damit anfangen, und deshalb verzichte ich auch auf die Introrunde, das machen wir dann ähm, anschließend, wird der Frank so nett sein, und der hat die Challenge accepted ähm, vom Verband idu, dass wir uns innerhalb von drei, vier Minuten einmal erzählt, wo stehen wir eigentlich gerade mit Programmatic Digital Out of Home und wo entwickelt sich das hin. Insofern vielen Dank, Frank, dass du das machst und direkt danach beginnen wir mit dem Panel. Dein Applaus. Danke, Lothar. Der Lothar, der hat gesagt, ich habe genau drei Minuten, eine Sekunde länger und ich werde erschossen, damit wir nicht zu so viel Zeit vom Panel wegnehmen. Deswegen also bitte anschnallen, wir müssen jetzt Gas geben. Die Präsentation, das erste. Chat. Die Zeit läuft schon, ne? Nee. <laughs> los geht's. <laughs> Nein. Jetzt. So, ähm, legen wir los. Es gibt viele Herausforderungen im Werbemarkt. Wir haben sie immer wieder gehört. Wir haben sie auch hier heute gehört. Wir haben sie gestern schon gehört. Es gibt die sinkenden Reichweiten in TV und anderen Medien. Wir haben Probleme, immer mehr Probleme mit dem Targeting. Das Cookie stirbt und Nachhaltigkeit üben und Energie sparen müssen wir wirklich alle. Aber wir haben eine Lösung dafür und die heißt Digital Out of Home. Und warum das so ist, das erkläre ich euch jetzt in fünf kurzen Messages. Erstens, Digital Out of Home wächst. Wir sind mittlerweile bei 135.000 Werbeflächen, davon stehen knapp 5.000 an der Straße und der Rest steht nicht an der Straße, der steht indoor. Der steht an, in Flughäfen, an Bahnhöfen, in Shopping Malls, in Supermärkten und so weiter. Und deswegen zweitens, Digital Out of Home ist praktisch überall anzutreffen. Ich habe es an Touchpoints, die eher so Massenmedien sind, da wo ich viele Menschen in kurzer Zeit ähm, mit sehr vielen Kontakten erreichen kann. Ich habe sie aber auch an eher so den Special Interest Touchpoints, äh, da wo ich eine sehr spitze Zielgruppe erreichen kann. Drittens, Digital Out Form hat eine riesen Reichweite. Wir machen jede Woche, erreichen wir 81 Prozent der deutschen Bevölkerung über 14 Jahren. Und in bestimmten Zielgruppen liegen wir noch deutlich drüber. Da haben wir eine Wochenreichweite von teilweise deutlich über 90 Prozent. Das sind die Jungen, das sind die Mobilen, das sind die Berufspendler, das sind die Berufstätigen, das sind die Geschäftsreisenden, das sind die beruflichen Entscheider, die Auszubildenden. Also alles die Leute, die viel unterwegs sind, die weniger zu Hause sind, das sind auch gleichzeitig die, die wenig lineares TV gucken. Das heißt, also die erreichen wir bei uns auch sehr gut. In der Gesamtbevölkerung haben die Leute, die wenig TV sehen, einen Anteil von 29 Prozent. Bei Digital Out of Home machen so ungefähr 36 Prozent aller Digital Out of Home Kontakte. Und in bestimmten Touchpoints, erreiche ich die noch deutlich stärker. Da haben die einen Anteil von 40, 50 und mehr Prozent. Ich kann aber viertens noch genauer ein Targeting auf solche Zielgruppen machen, auf verschiedene Zielgruppen, nicht nur auf die. Das Targeting für Digital oder Form, ihr habt es bestimmt schon gehört, ist ein anderes als für One-to-One-Medien. One-to-One-Medien machen Targeting auf die einzelne Person. Ich erreiche also jede einzelne Person individuell. Digital Out of Form macht ein Targeting auf Zielgruppensegmente. Das heißt, ich schaue mir an vor welchem Screen, zu welcher Zeit, welche Zielgruppe wie stark vertreten ist. Und wenn ich ein gutes Verhältnis habe, schlage ich zu. Dann bucht der Algorithmus. Und das Beste ist all das. Fünftens kann Digital Out of Form unheimlich energieeffizient machen. Digital Out of Form und das ist eine Studie der Media Plus, die Green GRP Studie, hat den geringsten, den kleinsten CO2 Footprint. Oben links seht ihr, das Digital Out of Form Fünf bis sechs Gramm CO2 ausstoß stößt für 1000 Werbekontakte. Alle anderen Medien haben deutlich mehr. Äh, da bleiben die Außenwerber nicht stehen, die produzieren Screens, die begrünt sind, die produzieren Möbel, die begrünt sind. Die reinigen die Luft, die kühlen die Umgebung, die bieten Bienen eine Zuflucht mitten in der Stadt. Zusammengenommen, Digital Out of Form liefert eine riesen Reichweite. Digital Out of Form kann gut Targeting machen. Digital Out Form ist das umweltfreundlichste Werbemedium. Zusammengefasst, Digital Out Form rocks und damit gebe ich zurück an den Lothar und unser Panel. Dankeschön. Vielen Dank, Frank. Punktlandung, würde ich sagen. Und ich, ich fand das schön, dass wir so ein Set to Stage haben, wir alle so ungefähr abgeholt sind und ich möchte mit einem Thema anfangen. Das hatte die Julia Schessler gerade aufgegriffen auf dem letzten Panel. Äh, CO2-arme Werbung, ähm, so wenig Emissionen wie möglich äh, verbrauchen. Und äh, ich habe Gott sei Dank neben mir direkt die An Christine ähm, sitzen. An Christine von Lichtblick, vielleicht war der letztes Jahr da, da hast du deinen Case vorgestellt. Ihr habt den Case erweitert ähm, und werdet das jetzt äh, noch ja, deutlich effektiver äh, machen. Und ich würde dich darum bitten, einmal kurz zu erzählen, was sich Lichtblick da jetzt überlegt hat gern. Ähm, genau. Hi, ich bin Ann-Christine Lehmann. Ich verantworte die Customer Acquisition Teams und auch das Media Planungs und Kampagnenplanungsteam bei uns. Vielleicht noch kurz zu Lichtblick, wer sind wir? Wir sind der größte Ökostromanbieter in Deutschland und unser langfristiges Ziel ist es, die bekannteste und beliebteste Marke für einen klimaneutralen Lebensstil in Deutschland zu werden. Und das Thema Nachhaltigkeit ist halt einfach tief und fest in unserer DNA. Das heißt, wenn wir uns mit Kampagnenplanung befassen, dann geht es zum einen natürlich darum, wie immer, möglichst aufmerksamkeitsstarke werbewirksame Kampagnen zu inszenieren, aber gleichzeitig auch den CO2-Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. Und wir haben ja an dem Panel gerade auch schon erfahren, wie herausfordernd das ist. Und vor der gleichen Herausforderung standen wir in der letzten Kampagne auch vor zwei Jahren. Wir haben deswegen auch ähm, zusammen mit unserem Sustainability-Team eine eigene Studie aufgesetzt gehabt. Wir sind zu leicht anderen Werten gekommen, als es die Media Plus studie gekommen ist, aber im Kern zum gleichen Ergebnis, nämlich dass Digital form ein ähm, extrem gut funktionierendes, sehr nachhaltiges Medium äh, und ein sehr nachhaltiger Kanal ist gerade im Vergleich zu anderen Kanälen. Und in der letzten Kampagne ging es für uns ganz, ganz stark darum, wie gesagt, Wissen aufzubauen, überhaupt erstmal zu verstehen, welcher Werbeträger, welches Medium trägt jetzt eigentlich wie stark zum CO2-Fußabdruck dabei. Wir haben zusammen mit der Agentur, mit der wir das umgesetzt haben, auch eine Kennzahl entwickelt, mit der wir das dann in Vergleich setzen konnten und wo wir auch die Erreichbarkeit unserer Zielgruppe mit einbezogen haben und in unserer folgenden Kampagne, die startet voraussichtlich im Sommer 2023, wir sind mit der Planung jetzt auch noch nicht komplett durch, ähm, werden wir, eben weil wir so gute Learnings generiert haben, auch wieder auf Digital Out of Home setzen. Und ähm, uns geht es eben nicht nur darum, diese Kampagne auch wieder zu kompensieren, sondern von vornherein in der Planung, ähm, möglichst klimaschonend auch zu planen und ähm, dann auch in der Ausspielung darauf zu achten, dass wir da auch CO2 optimieren. Und auch da ist Digital oder forum gerade in der kommenden mit äh, Programmatic super spannend für uns. Ähm, wir arbeiten da gerade mit einer Forschungsinitiative zusammen und versuchen, ähnlich wie man das auch schon von Wetterdaten bei Digital Out of Home kennt, ähm, diese eben in den Programmatic-Part mit einzubeziehen. Wir verfolgen da zwei Ansätze. Der eine ist, dass wir die CO2-Prognose, also wir können mit diesen Daten für 24 Stunden im Voraus ermitteln, wie der jeweilige CO2-Emissionswert des dann geltenden deutschen Energiemixes ist und das eben so zu nutzen, dass wir immer dann ausspielen, wenn wir unsere Zielgruppe gerade überproportional stark erreichen und der CO2-Mix aber auch gerade möglichst niedrig ist. Und der andere Ansatz, den wir fahren wollen, ist, dass wir die jeweils aktuellen CO2-Werte auch wieder über den DCO-Ansatz mit in die Creatives einschließen lassen und dort eben auch ausweisen können in Echtzeit, wie hoch der Impact ist, wenn man von seinem konventionellen Energieanbieter zu uns, nämlich dem klimaneutralen Energieanbieter wechselt und haben darüber einen wirklich super Echtzeit-Link auch zu unserem Produkt. Ja. Sehr schön. Vielen Dank für die Ausführung. War fast ein kleines Best Practice, was du da, da gegeben hast. Und finde ich ähm, irre, wie ihr euch da weiter Gedanken gemacht habt, wie ihr es weiter optimieren kann. Spielt auch genau auf den Punkt, an den Frank ähm, erwähnt hat, dass Digitaler Form einfach wirklich emissionsarme Werbeform ist. Was für mich ehrlich gesagt auch relativ neu war. Das habe ich erst erfahren, als ich mich näher mit dem Thema beschäftigt habe. Ich möchte einmal einen weiteren Bogen spannen und da würde ich gerne die Helden dazu fragen äh, von äh, Kinetic große Netzwerkagentur, ihr habt einen Haufen an tollen Kunden, und mich interessiert mal, wie macht ihr denn die Planung? Wann kommt Digital Home mit ins Spiel? Und was müsst ihr da eigentlich beachten als, ich sag mal, Spezialagentur bei einer Riesenagentur? Sehr gerne. Ich bin Helen, Kinetic Out-of-Home-Spezialisten der Group M und weil wir eben die große Nähe zur Group M haben, geht es bei uns natürlich auch oft um natürlich Programmatic Digital Out-of-Home, die technischen Gegebenheiten, die Infrastruktur, die sich da entwickelt hat und dann den Next Step weiterzugehen, um auch gegebenenfalls zu schauen, wie können wir Cross-Medial denken. Daniela Tollert hat es eben schon angesprochen, es geht darum, Daten gattungsübergreifend zu nutzen und ähm, in den letzten Jahren haben wir Programmatic Digital Out of Home sehr stark ausgebaut bei uns, viele Kampagnen umgesetzt und sind auch den Schritt weitergegangen, um zu schauen, wie kann man hier Verknüpfungen schaffen, wo geht der Weg hin und auch die Kundenbriefings, die Anfragen zeigen, dass Programmatic Digital Out of Home natürlich aus einer sehr klassischen Sicht zum einen kommt, das Reichweitenmedium, aber mittlerweile auch mehr in der Digitalstrategie gedacht wird und hier immer mehr den Platz und den Raum findet. Das ist eine schöne Überleitung zu dem nächsten Thema, das ich gerne mit euch besprechen würde. Du hast jetzt schon gesagt, Kreation. Ist das so, dass äh, ihr Werbemittel speziell für Programmatic Digital Auto Form erstellt? Oder wird das eher, ich sag mal, breit gespielt mit ähm, existierendem Material, was schon da ist? Ähm, also. Wir empfehlen immer, Bewegtbild natürlich zu nutzen. Diverse Studien zeigen, Bewegtbild wirkt einfach anders als das Plakat. Die Fixierungsquote ist besser und je nachdem in der Wartesituation sehr, sehr hohe Wirkungswerte. Wir sagen aber trotzdem auch, Digital Autoform Form ist nochmal ein Kanal, der anders funktioniert als andere digitale Kanäle. Und dementsprechend gibt es nochmal besondere Spezifikationen, die beachtet werden sollten, die wichtig sind, um hier wirklich den größtmöglichen Effekt zu erzielen. Dankeschön. Dorota, ich bin Berliner Kind. Ich kenne Wall, seitdem ich denken kann, muss ich sagen. Damals war es noch nicht digital fairerweise. Jetzt hat Helen schon gerade einen Einblick gegeben und ich weiß, dass sie eine Menge investiert in Bezug auf Kreativität. Kannst du mal dem Publikum ein bisschen erzählen, was da so in den letzten Jahren passiert ist und was eigentlich die Möglichkeiten sind, die sich da bieten? Ja, na klar. Hi, ich bin Dorota, Head of Programmatic bei WalDecor, Teil von JCDecor-Gruppe. In Bezug auf Kreation natürlich hast du fantastisch angesprochen, dass... Bewegtbild ist äh, hier eine von den wichtigsten äh, Möglichkeiten, diese Kreation schöner zu gestalten. Aber Achtung, äh, in unserem bestimmten Fall, äh, dadurch, dass wir Verträge mit Städten haben, äh, empfehlen wir so bisschen weniger Bewegung. Und das, äh, das liegt mehr daran, dass man einfach äh, die äh, Passanten schützen möchte vor potenziellen. Autounfall oder sowas ähnliches. Ich hoffe, ich wurde nicht zitiert sofort danach. Und ähm, tatsächlich, was sich noch hier sehr stark entwickelt hat, ist das Thema DCO, äh, dynamische Kreation. Und in diesem Fall erlauben wir unsere Kunden äh, nicht nur die, so, ein, so ein genanntes Template zu nutzen, um einfach eine richtige Information an den richtigen Ort zu bringen, sondern auch die Kunden sind in der Lage, bestimmte äh, Flächen auszuwählen, um einfach die Werbung äh, zum Beispiel äh, in Bezug auf äh, Retail äh, oder bestimmten Store äh, zu bringen. Äh, für 3D ist natürlich auch ein Thema. Hier passiert in unserem Fall äh, relativ wenig. Es gibt ein paar Cases die wir jetzt letzte Zeit ausgebaut haben und würden wir auch deutlich mehr machen. Aber nein, leider haben wir nicht den, den größten Screen weltweit und es gibt nicht die Möglichkeit in, in Deutschland, mindestens in öffentlichen Raum, so, so viele und so extreme Bewegung zu machen. Aber ich hoffe, es kommt. Okay, vielen Dank. Zu dem Thema DCO noch eine kurze Nachfrage. Das heißt, für alle Standorte, die ihr habt, für alle unterschiedlichen Plakate, da guckt ihr auch, wo sind die, sind die an der Straße und können einen Autounfall verursachen, versus was anderes und arbeitet dann mit unterschiedlichen Werbemittelformaten? Ja, natürlich. Also dem Kunden überlassen wir maximale Freiheit. Das heißt, der Kunde, die Agentur kann einfach auswählen, welcher Standort, welche kreative Kommunikation und, und das ist alles möglich. Okay, vielen Dank. Wenn ähm, Andreas. ich einmal kurz ja, drückte, bitte. noch ähm, kurz ergänzen zu deinem Punkt: Wir empfehlen natürlich auch, es gibt Werbeträge auf der Straße und auch sehr viele Werbeträge Indoor. Bedeutet, es ist wichtig wirklich den extra Schritt zu gehen und sich wirklich auf jeden Touchpoint zu fokussieren und hier das Bestmögliche rauszuholen. Mehr Bewegtbild Indoor, mehr Limited Motion Outdoor, um hier wirklich das größte zu erzielen. Okay. Andreas, komme ich kurz äh, zu dir, ähm, Ströer. Ich äh, glaube, ich muss auch nicht groß äh, vorstellen. Ähm, auch äh, schöne, große Screens, die man ähm, überall sieht. Ihr wart so lieb und habt mir gestern die Barrett Brettschneider vorgestellt, die er hier von Bookbeat ihren Case präsentiert hat. Ähm, ich fand das ganz spannend und du kannst es bestimmt besser als ich erklären, ähm, wie ihr es hinkriegt, dass ihr von äh, Plakatwänden die Verlängerung aufs Mobilfon ähm, hinkriegt ähm, und quasi versucht, eine Customer Journey äh, mit dem Kunden vorzunehmen. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Ja, kann ich was sagen? Von meiner Seite auch nochmal. Hallo, Andreas. Ich verantworte bei Ströer das Thema Public Video, wie wir es nennen, also digitale Außenwerbung. Bei uns geht sehr viel Bewegbild, weil wir viele, viele Screens indoor haben. Das klingt bei Digital Out of Home erstmal so ein bisschen verwirrend, aber das sind Touchpoints, die eben a) die Möglichkeit zeigen, Bewegbild auszustrahlen und auf der anderen Seite auch sehr, sehr viel Reichweite an Bahnhöfen im EPNV etc. zu realisieren. Ja, ähm, zum Thema, wie verlängern wir Themen, wie nutzen wir Daten ähm, etc. Wir haben vor einigen Jahren schon begonnen, mobile Bewegungsdaten in unsere Kampagnenplanung einfließen zu lassen. Wir haben eine Kooperation mit der Telekom, bekommen dafür jeden Standort zu jedem Zeitpunkt nahezu in Echtzeit Informationen zu Alter und Geschlecht und haben damit die Möglichkeit, Kampagnen schlichtweg auf Zielgruppen zu optimieren. Und ähm, das machen wir mit verschiedenen anderen mittlerweile Segmentinformationen, also Zielgruppeninformationen, und ähm, sind dadurch in der Lage, eben auch zielgerichteter auszuspielen. Und das ist ähm, verbunden mit ähm, ganz, ganz vielen anderen Elementen noch, die wir Event-Targeting nennen. Da können wir Wetter einfließen lassen, haben wir vorhin schon gehört. Aber eben auch weitere Informationen, ähm, die dann eben auch entsprechend integriert werden und dann auch Teil der Kampagnenausstrahlung und Kampagnenoptimierung sind. Cool, vielen Dank. Christian, dein Kollege war gestern auch äh, hier und hat einen Best Practice-Vortrag gehalten. Der Sven äh, hat da hervorragend gemacht und der hat da äh, eigentlich schön zusammengefasst in zehn Minuten, wie so die Reise von Rewe war und ähm, das ganze Thema Programmatic Digital Outer Form oder in dem Fall partiell noch Digital Autor Form. Kannst du nochmal mit eigenen Worten zusammenfassen, was für euch so die Schwierigkeiten auf dem Weg dahin waren und was jetzt so die größten Learnings waren, die du hattest? Ja, gerne. Also vielleicht erstmal kurz zu mir. Ich bin Christian, zuständig für das Retail-Media-Geschäft in Deutschland für die Rewe Group. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ähm, vor zwölf Monaten hätte uns hier keiner gefragt, wollt ihr nicht mal irgendwie auf ein Panel zum DOOH-Thema kommen? Ne? Das stimmt. Also ich glaube, das muss man schon sagen. Da hatten wir vielleicht ein, zwei Stehlen. Ähm, die hatten wir jetzt äh, im äh, letzten Jahr oder in den letzten zwölf Monaten auf über 2000 aufgebaut. Sprich, sozusagen, an der Grafik gerade hatten wir auch schon einen gewissen Anteil des, des Wachstums. Und für uns ist es tatsächlich ein Thema. Wir, wir überspringen den ein oder anderen Evolutionsschritt in, in dem ganzen Bereich der OOH, was für uns total spannend ist. Und der Hintergrund ist so ein Stück weit, dass wir als Rewe tatsächlich sehr stark bestrebt sind, auch die Digitalisierung als Chance zu begreifen, in allen möglichen Ecken und Enden. Sei es im Bereich Analytics, für Store Analytics und alles, was sozusagen Insight-Driven Media und Retail-Media angeht, sei es aber auch, was sozusagen Media selbst angeht in Richtung Digitalisierung des Stores, weil es einfach auch da für uns unfassbare Möglichkeiten bietet, sozusagen unsere eigene Brand-Equity auszubauen. So Von daher, das können wir wunderbar hebeln, um das dann eben auch zu nutzen, um es eben auch allen möglichen Advertisern anzubieten, endemisch wie non-endemisch. Und ich habe jetzt gerade absichtlich Analytics angedeutet, weil ich sage an der Stelle, das ist so ein bisschen auch das, was wir als Unfair Advantage haben. Wir haben die ganzen Insights, das heißt, wenn man bei uns Kampagnen schaltet, will man natürlich am Ende auch sehen, was es gebracht hat, sodass wir da eben dann über alle möglichen Daten... Abverkauf, aber auch Daten aus den so dass man sich angucken kann, was der Neukundenanteil, wie qualitätsorientiert sind die Kunden etc., dann eben auch schauen kann, was es am Ende gebracht hat. Und das ist ganz cool. Also von daher, wir gehen den Weg, wir stolpern hin und wieder, aber ich glaube, wir sind eigentlich ganz gut unterwegs. Sehe ich genauso. Und ich finde das auch spannend. Für mich ist Digital of Home ein, ein Upper-Future-Kanal. Ich glaube, das stimmt auch jeder zu. Natürlich werbt ihr am Point of Sale und es ist unfassbar spannend, was ihr dann auch über Payback-Daten oder ähnliches sogar seht, bis hin zu Neukunden und Bestandskunden. Das ist natürlich irre, was ihr da ausweisen könnt. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, es ist ein Fluch und ein Segen, dass ihr so detailliert tracken könnt? Ich stimme dir dazu. Ähm, ich ich finde an der einen oder anderen Stelle tatsächlich, dass, dass die Diskussion da manchmal so ein bisschen bipolar ist. ja, Um ein Beispiel zu geben: ja? Ich bin jetzt letzte Woche in Berlin gewochen, diese, äh, gewesen, diese Woche jetzt hier in Hamburg. Man läuft halt um 9.30 Uhr morgens an ganz vielen äh, Digital Signage-Elementen vorbei, sieht richtig coole Werbung. Aber äh, da frage ich mich dann: Es ist da halt teilweise Spirituosenwerbung, teilweise Werbung für High Fashion. Ähm, da, da hat man ziemlich viel Geld ausgegeben, würde ich mal vermuten. Ähm, aber es ist so ein bisschen, ähm, ich nehme an, dass da Leute unterwegs sind, die auch irgendwie schicke Kleider für 1000 Euro kaufen. Ja? Also ich schieße sozusagen mit der Schrotflinte. Ich drehe mich dann aber ganz schnell noch weg, weil ich ja auch gar nicht wissen will und gar nicht wissen kann, was es am Ende gebracht hat. Und von daher, das ist so ein bisschen mein, meine Bitte auch, ne? wenn man sich bei uns sozusagen die Zahlen dann anguckt, immer gerne mal vergleichen mit der Nullmessung. Ja, was man irgendwo ansonsten irgendwie rauskriegt. Ich weiß, da, da gibt es ganz viele Bestrebungen. Wir haben es auch gestern gesehen mit Tui Cruises, super geiles Beispiel, ähm, um da auch so die Messbarkeit immer mehr rauszukitzeln. Ähm, aber das ist bei uns natürlich irgendwie core, dass wir am Ende auch zeigen können, was es, was es an verschiedenen Ebenen gebracht hat. Sehr schön, ich stimme dir dazu. Können wir kurz nochmal beim Thema Tracking bleiben und ich stelle das mal einfach offen in die Runde? Das ganze Thema Footfall Measurement. Ähm hat dazu jemand eine Meinung? Was hat sich da getan? Wer möchte von euch? Ich lasse dir den Vortritt. Danke dir. Du kannst gerne dann ähm, ergänzen. Ähm, also das Thema Tracking ist nicht nur Footfall Measurement, sondern wird weiter gedacht. Vielleicht auch, um einmal noch auszuholen. Du hattest vom Upper Funnel gesprochen. Meiner Meinung ist durch die... Durch den Einsatz von Daten ähm, gehen wir immer weiter runter im Funnel und können Programmatic Digital oder Form auch sehr gezielt einsetzen. Wir sehen Kampagnen, äh, wo wir auch Performance-Ziele haben und Programmatic Digital oder Form einsetzen und hier eben nicht mit der Schrotflinte rausschießen, sondern doch ähm, auch Zielgruppenkontakte maximieren können, auch nachweislich. Und das Tracking, ein ganz wichtiger Punkt. Du hattest das Footfall-Measurement angesprochen, das wir schon sehr, sehr lange umsetzen. Andere wie eine brandlift lift studie und so weiter. Trackings, die dazugekommen sind, weil sich die technische Infrastruktur weiterentwickelt hat und wir hier viel mehr Möglichkeiten haben. Und vielleicht kurz ergänzend, dann Frank, kannst du gerne der TUI-Cruises-Case schon angesprochen. Bei dem wir es wirklich geschafft haben, über ein Conversion Tracking, dem Digital Out-of-Home-Kontakt, eine Online-Conversion, sogar eine Buchung nachzuweisen. Und die Ergebnisse sahen da sogar sehr gut aus. Es war ein großes Learning für mich gestern. Der Preis für eine Reise, eine Kreuzfahrtreise, ist im Durchschnitt 5000 Euro. Insofern ist da eine Buchung auch ein größerer Warenkorb dahinter und macht das auch durchaus Sinn. Und ich stimme dir zu. Rein auf Upper Funnel, ich korrigiere mich da gerne. Es ist größtenteils Upper Funnel, würde ich sagen. Frank, wolltest du noch was ergänzen? Ich glaube, der Andi wollte auch noch was sagen, oder? Ja, gut. Äh, ja also Tracking. Ihr <laughs> seid alle so höflich, das ist äh, ein Traum, bitte. Ja. <lacht> <lacht> äh, Tracking ist, ist schon ein Riesenthema. Wir im IDU, im wir machen ja nicht die meiste Zeit Lärm, die meiste Zeit arbeiten wir still und leise und wir arbeiten ganz viel an eben solchen Themen, Marktforschung, Daten. Wie vermesse ich die Zielgruppen und diese Tracking-Panels, die spielen eine immer zentralere Rolle. In dieser ganzen Datenerfassung für Digital of Form. Man nutzt da eine Kombination aus äh, sehr hochwertigen MAFO-Panels, die aber kleine Fallzahlen haben. Das kombiniert mit sehr großen Panels, mit Riesenfallzahlen, die aber nicht bevölkerungsrepräsentativ sind. Damit können wir mittlerweile wirklich jeden einzelnen Standort von Digital of Form Werbeflächen äh, ziemlich gut auflösen. Da können wir also einerseits harte Marktforschungsdaten liefern, andererseits dann aber wirklich auf die Stunde runter und auf den einzelnen Standort runter sagen, wie viele Kontakte da gemacht werden von einem Screen und welche Zielgruppen da unterwegs sind. Und glaub, die Bedeutung das zeigt, wird zunehmen in den nächsten Jahren. Ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen die Entwicklung des Mediums. Dorota und ich sind ja so die, die klassischen alten Autenwerber von den Firmen her. Und da haben wir natürlich früher erstmal mit, mit Masse und mit breiter Erreichbarkeit. Und dafür steht das Medium ja immer noch. Und das ist auch ein Riesenvorteil des Mediums, aber durch die ähm, mittlerweile granulare Aussteuerbarkeit, durch die Möglichkeit, jeden einzelnen Screen anzusprechen mit einem individuellen Werbemittel ähm, auf Zielgruppen optimiert, ähm, nimmt es mittlerweile eben ähm, auch oder bringt es mittlerweile auch neue Kampagnenansätze mit sich und damit auch neue Kunden, für die das Medium relevant wird. Und ähm, wenn ich so sage, ich bin kann zum Beispiel im Filialisten ähm, nur die Screens im Umfeld seiner Filiale aussteuern, kann dann vielleicht mit einem Werbemittel auch noch ähm, einen Hinweis zu dem jeweiligen Store geben, ähm, Macht dann eine Kreation mit einem Produkt in Abhängigkeit von der entsprechenden Zielgruppe, dann erfülle ich damit plötzlich einen ganz anderen ähm, ähm, Kampagnenzweck, weil dann bin ich eher so in der Filialzuführung eher so im ja, sage ich mal Anreiz schaffen und ähm, habe damit eben nicht nur ganz am Anfang den Funnel bedient, wo ich Reichweite, Awareness etc. schaffe, sondern bin plötzlich in einem ganz anderen Bereich. Und das ist das Spannende eben, weil hier auf der einen Seite die Reichweite, auf der anderen Seite also die Reichweite der klassischen Außenwerbung und auf der anderen Seite die Möglichkeiten der Digitalisierung ineinandergreifen und damit das Medium ganz einfach noch mal neu schreiben und neu bedienen. Ich komme nochmal zurück zu dir, Frank. Ähm, Ein Verband macht ja immer dann Sinn, wenn äh, alle großen Player in dem Verband auch Mitglied sind. Das habt ihr geschafft. Äh, herzlichen Glückwunsch dazu. Ich habe nochmal die Frage, ähm, wie äh, vom ganzen Measurement, also ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist in der Audience, man guckt ja eigentlich, was ist äh, durchschnittlich äh, pro Stunde, Minute, du kannst mich gerne korrigieren, die typischen Eyeballs, ähm, die man ähm, an der jeweiligen ähm, Stelle hat. Kannst du da noch mal ein bisschen Insights geben, wie da so ein einheitlicher Maßstab eigentlich erfolgen soll oder sogar schon jetzt tut? Tut. Wir machen das ja schon seit vielen Jahren. Und wir, das ist die Digital- oder branche nur in den vergangenen Jahren gab es zwei separate Studien, eine von Ströer, die Public-Video-Studie, eine vom DMI, die Public- und Public-Screen-Studie. Jetzt gibt es das erste Mal eine gemeinsame Studie vom IDU, wo alle diese Publisher erfasst sind und ihre Medien ja, was, was macht man da? Man, man misst zwei verschiedene Sachen eigentlich. Das eine ist, ich muss wissen, wie viele Leute in welche Location reingehen. Ich brauche eine Mobilitätsmessung. Das läuft verstärkt, immer stärker jetzt über solche Tracking-Panels, ne? darüber, dass ich also große Mengen von Menschen dabei beobachte, in welche Location die reingehen zu welcher Zeit. Und ich muss aber auch wissen, was die da drin machen. Und jetzt kommen eben die Unterschiede zwischen den einzelnen Locations und den einzelnen Touchpoints rein. Jemand in einem Flughafen. Guckt auf andere Screens, verhält sich da auch anders, ähm, guckt unterschiedlich lang oder hat unterschiedliche Kontaktwahrscheinlichkeiten im Vergleich zum Beispiel zu einem Supermarkt. Und das muss man messen und das geht nicht anders, als dass ich da befrage. Da muss ich mir also Leute nehmen, die rauskommen. Das kann ich entweder vor Ort machen oder ich kann es auch über ein Tracking-Panel machen, der sich einfragen kann. Ich muss aber mehrere hundert Leute fragen, wie habt ihr euch gerade verhalten? Wo seid ihr vorbeigekommen? Wie lange habt ihr auf den Screen geguckt? Habt ihr den Screen überhaupt gesehen? Ist klar, die Antwort fällt besser aus, wenn der Screen groß und gut platziert ist, und sie fällt schlechter aus, wenn er klein und schlecht platziert ist. Insofern können wir damit ganz unterschiedliche Situationen erfassen vor Ort und trotzdem eine einheitliche Kontaktdefinition haben. Wenn ich das beides zusammenführe, die Mobilitätsmessung und die Messung vor Ort, dann habe ich eine einheitliche Währung. Ich würde da gerne was äh, dazu ergänzen. Ähm, wir sind ja tatsächlich im Supermarkt in der charmanten Lage, äh, dass bei uns Kunden nicht einfach nur reingehen. Und dann sagen ohne was zu kaufen wieder rausgehen. Das passiert erstaunlich selten. Sprich, wir können uns einfach die Bonds nehmen, kleinen Faktor noch draufschlagen für diejenigen, die vielleicht jetzt nicht alleine einkaufen, sondern irgendwie mit der Familie einkaufen. Und dann hat man sehr, sehr genau, sehr, sehr deterministisch dann eben auch, wer da an der Stelle kauft. Das hilft natürlich an der Stelle. Und ähm, was wir aber auch gemacht haben ist, auch da sozusagen, weil sagen das ist das eine, aber das zweite ist ja auch nochmal besser zu verstehen, wie verhalten sich dann eigentlich die Kunden bei uns im Markt? Ähm, haben wir tatsächlich dann auch sehr viel auch nochmal in Marktforschung investiert, um es auch nochmal besser und robuster zu verstehen. Und wir haben den Eye-Tracking-Brillen aufgesetzt, ja. Einfach um zu gucken, was passiert eigentlich, wenn die bei uns durch den Markt laufen, wo schauen die hin, wo schauen die nicht hin. Wir haben das ursprünglich herausgemacht, aus der Idee heraus zu checken, ob ein Werbemittel besser ist, quasi im Rewe-Corporate Design, also mit so einer Art Bühne da oben dran, oder im Advertiser-Corporate Design. Und ähm, angenehmer Nebeneffekt war eben, dass wir dann halt sehr genau gucken können, wie lange die Leute wirklich aus Werbemittel geguckt haben. Ähm, auf Basis dieser Studie haben wir uns auch dagegen entschieden, äh, dass wir den Advertisern vorschreiben, das im, im Revolook-Enfield zu machen, weil wir einfach gemerkt haben, das geht dann unter. Ja? Das ist ja ein Werbeblock sozusagen bei uns auf dem Screen und der Werbeblock sollte als solcher auch schon Aufmerksamkeitsstärker sein. Und äh, das hat da an der Stelle tatsächlich geholfen, so dass wir da eigentlich mittlerweile ein sehr klares Bild haben glaube ich sofort, ähm, sonst hast du zwei Messages und der Betrachter ist abgelenkt und ne? die Betrachterin. Äh, du, du bringst ein ganz wichtiges Thema an, äh, Kassenbons Kassenvorgänge und ähnliches. Äh, ich wollte jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, aber diese Außenvorgaben, so nennen wir das, ne? das sind für uns ein ganz wichtiger Bestandteil von allen Messungen, weil wir daran kalibrieren können, was wir in den Tracking-Panels sehen. Und diese Außenvorgaben gibt es in sehr guter Qualität für eine sehr große Menge Touchpoints. Ich kriege zum Beispiel sehr gute Passagierzählungen von der Deutschen Bahn oder von den Verkehrsbetrieben. Ich kriege sehr gute Footfallmessungen von den Shoppingmall-Betreibern. Die mal investieren sehr viel Geld, um ihre Kundenfrequenzen zu erheben. Kassenbocken-Daten überall wo ich einen Point of Sale habe. Das sind für uns ganz wichtige Inputdaten, an denen wir unsere Tracking-Panels immer wieder neu kalibrieren können. Also bekommst du die Kassenbocken-Daten von Rewe? Äh, noch nicht. Viel Spaß. Wir noch. müssen da nochmal darüber reden. Alles klar. Ich will einmal den Bogen spannen zu ähm, international, ist immer ein Thema. Äh, Digital out of home ähm, für uns als Deutsche, da vergleicht man sich ja gerne mal mit anderen Märkten, was da passiert. Ich glaube, wer das sehr, sehr gut beurteilen kann, ist äh, sicherlich Dorota. JC Deco äh, international ähm, eine große Nummer und du hast da ja auch eine internationale Rolle im letzten Jahr angenommen. Insofern, wenn du uns mal so ein bisschen erzählen kannst, gibt es in den anderen Märkten was, was in Deutschland doch nicht so da ist? Aus diversen Gründen, oder siehst du da was, wo du denkst, das schwappt vielleicht mal rüber nach Deutschland? Deutschland ist schon toll. <laughs> aber, musst du sagen. Nein, aber, aber ehrlich, meiner Meinung nach, und äh, momentan sind 20 Länder live äh, mit Programmatik bei JCD Core Gruppe. Von Australien, Asien, europäische Länder, US, LATAM, eigentlich wirklich alles. Und wir haben insgesamt 70 Länder. Also ich glaube, es wird sukzessiv noch nachgebaut. Die Realität ist, die Innovation in Digital Out of Home und besonders in Programmatik Out of Home kommt von Deutschland, Niederlande, Australien und US. Es gibt auch bestimmte Fälle und ich glaube es gibt ein paar Punkte die wirklich interessant sind für euch erstes ist Verification und Proof of Play und hier die Vorreiter sind Australien und UK was ist das eigentlich Verification und Proof of Play bedeutet unsere Kunden wie Lichtblick oder Kinetic würden gerne prüfen ob es zu einer Ausspielung gekommen ist und in einem digitalen Welt nutzt man dafür sogenannte Verification oder implementiert ein Pixel von einem Server. Momentan existiert das nicht in, in einer gewissen Maße bei Digital Out of Home. Und es ist sehr schwer, das aufgrund von einer großen Fläche im Outdoor-Bereich auch immer vernünftig zu, zu beweisen, weil manchmal... Passiert etwas mit, mit, dem, mit dem Internet und Werbung ist ausgespielt, aber die Zahlen könnten etwas anderes äh, zeigen. Und es gibt zwei interessante Initiativen. Der erste ist in UK. Äh, da da gibt es eine, vor einem Monat ist nach sieben Jahren Arbeit eine äh, Initiative entstanden gekommen von Media Owner wie JCDCore, Core, Outdoor, äh, Global und so weiter. Die sollte tatsächlich einen Single Ad Tracker für Kunden zur Verfügung stellen. In Australien gibt es andere Firmen wie Veridoo und Seidoo, die sich damit beschäftigen. Das ist, das ist sicherlich Zukunft. Das wird kommen. Wir machen auch erste Tests in diese Richtung. Aber es ist deutlich komplexer in einer großen Anlage, die irgendwo draußen steht. Ein anderes Thema, der auch sehr interessant ist, ist das Thema DMP. Die äh, erste Länder wie auch äh, Niederlande, US und so weiter fangen an mit eigenem äh, JCD Core DMP, wo man tatsächlich die genaueren Daten pro Standort sammeln kann, um die danach für Kampagnen verwenden zu können. Äh, da gibt es noch natürlich ein Thema, der für ein oder andere von euch sehr abstrakt sein wird. Das ist das Thema äh, Flughafen. Man kann auch Flughafenwerbung äh, kaufen. Also Das heißt, man kann in die DSP wirklich Werbung äh, für einen Flughafen kaufen. Und wir haben wirklich vor kurzem gelauncht eine Initiative, äh, wo wir eine globale Team bauen, die wird äh, Airports international für Programmatik verkaufen mit 37 Airports momentan. Also die Entwicklung ist rasant. Wir gehen auch deutlich mehr Richtung Real-Time-Trading. Aber wie ich gesagt habe, es gibt, wir können das nicht von heute auf morgen machen mit der Geschwindigkeit, die man in digital hat, weil wir reden über wirklich große Anlagen, die draußen stehen, die komplex sind. Super, zwei schöne Themen, die ich gerne aufgreife an Christine. Ich glaube, das erste Thema ist spannend für uns zu hören. Ist das ein Thema Verification für euch? Ihr legt ja sehr, sehr viel Wert in emissionsfreie oder emissionsarme Ausspielung. Ist Verification auch ein Thema, dass ihr da das mit überprüft, ob dann auch die Ausspielung erfolgt ist oder ist das für euch auch noch Zukunftsmusik? Ähm, konkret überprüfen tun wir das nicht, aber die Möglichkeit, das zu haben, ist natürlich super spannend, weil, also nicht nur aus der Nachhaltigkeitsperspektive auch aus einem Return on Ad Spend und Werbewirkungsmessung ist natürlich super interessant, also super relevant, ob die Ausspielung stattgefunden hat oder nicht. Ja. Okay, dann schlage ich mir dir gleich mal den Bogen zum nächsten Thema: DMP-Datennutzung. Nochmal, tolle Kampagne. Nutzt ihr zusätzliche Daten und wenn ja, welche, um eine optimale Ausspielung vorzunehmen für Lichtblick? genau im letzten flight hatten wir die zielgruppendaten zusätzlich angereichert mit der pnta-technologie von der auto retail media. PNTA steht, wenn ich es jetzt nicht falsch wiedergebe, für Profile Environmental Tagging, wo zusätzlich zu den Geodaten eben noch Profil und Kaufintent Informationen angereichert werden. Für den programmatischen Part unserer Kampagne wollen wir das in diesem Jahr wieder machen. Wir sind da aber noch nicht komplett durch mit der Planung. Also wir haben uns da jetzt noch nicht final entschieden, welche Technologie wir einsetzen werden. Christiane, du hast ja schön geschildert, ihr seid auf der Überholspur und vor zwölf Monaten gab es quasi noch nichts in dem Bereich bei euch. Gibt es schon, dass man auch zusätzlich zu den Rewe-Daten andere Daten nutzen könnte? Oder seit, sagt ihr, er, erstmal müssen wir überhaupt erst programmatisch verkaufen können, bevor wir diese weiteren Möglichkeiten anbieten? Ja, also wir sind meinetwegen auf der Überholspur, aber wir müssen jetzt so langsam aber sicher mal in dritten Gang schalten. Ne? Also, ne, wir sind jetzt sicher noch nicht auf dem Speed, dass man, dass man da irgendwie über sowas nachdenken kann. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass wir für unsere endemischen Kunden. Wahnsinnig viele Daten bei uns haben. Ne? Allein dadurch, dass wir 30 Millionen Kunden jede Woche in unseren Märkten sehen, äh, hinterlassen die halt einfach einen gigantischen transaktionalen Fußabdruck. Und äh, den können wir natürlich auch rauf und runter analysieren und dann in Segmenten zur Verfügung stellen. Ist für mich Zukunfts Zukunftsmusik, also eher was für 2024. Und dann kann man sicherlich auch überlegen, aber dann brauche ich auch einen Case, der dann irgendwie auch sinnvoll ist. Zu sagen, okay, ich, ich ergänze das nochmal um weitere Daten. Die müssen ja wirklich richtig gut sein. Ähm, ansonsten glaube ich schon, dass wir da gut aufgestellt sind. Davon, davon abgesehen, glaube ich allerdings, dass so Themen wie ähm, das, was wir bei Two-Way Cruises und The Trade Desk gesehen haben, schon nochmal was anderes ist und spannend ist, weil non-endemisch ist halt ein Thema für uns, wo ich sage, da kann ich ein bisschen Daten zur Verfügung stellen, da kann ich auch Targeting zur Verfügung stellen, keine Frage. Ähm, aber hinten raus zu überlegen, was hat das gebracht, das ist natürlich auch nochmal super spannend zu sehen. Verstanden. Andreas, wenn du mal so eine spontane Nummer in den Raum werfen müsstest, wie viele der programmatischen Störkampagnen nutzen denn Daten eigentlich? Ist das was, was schon angekommen ist, oder sind das immer nur die Cases, die bei mir landen, mit einer tollen Datennutzung? Nee, das sind äh, wirklich einige und ich kann da gerne ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also wir haben ähnlich wie im Online-Bereich als wichtigstes Segment natürlich Alter, Geschlecht. Da würde ich mal sagen, sind wir bei 30 Prozent aufwärts. Also das ist wirklich mittlerweile etabliertes Thema und das Thema Zielgruppensegmente bieten wir ja jetzt auch erst seit ja, einem guten Jahr, sage ich mal, an mit verschiedenen Datenpartnern, sei es Microm, sei es Axiom, sei es square daten etc. Da sind wir also in Anführungszeichen auch agnostisch unterwegs und, und kombinieren diese Daten auch. Da ist sage ich mal, die Anzahl noch überschaubar. Die wächst aber, weil das natürlich auch eine Grundvoraussetzung für programmatisches Thema ist. Ich glaube, dass da aber auch sehr viel auf Agenturebene passiert, weil Agenturen damit natürlich auch eine übergreifende Möglichkeit haben, über mehrere Anbieter zu optimieren. Auch wenn wir das nicht so gern hören, findet das sicherlich statt. Deswegen glaube ich, Helen, kannst du bestätigen, dass die Datennutzung sukzessive einfach weiter nach oben geht und bei mehr und mehr Kampagnen auch Einfluss hat? Ja, auf jeden Fall, da hake ich gerne ein. Wir als Agentur haben natürlich den Blick auf das Ganze. Bedeutet, wir möchten das ganze Spielfeld nutzen, sei es inventarseitig, dass wir wirklich da Kontakte einsammeln, wo sie auch sind, beziehungsweise wo die Zielgruppe ist. Und bedeutet auch, dass wir den Dateneinsatz anbieterübergreifend denken. Bedeutet, dass wir dieselben Daten für alle Screens nutzen und so ein ganzheitliches Setup schaffen. Genau. Verstanden. Das ist ja so ein bisschen, wenn man Out of Home sieht, Digital Out of Home, Programmatic Digital Out of Home. Das sind ja unterschiedliche Einkäufer, die da ursprünglich mal waren und die jetzt sind. Wer von euch hat Lust, mal so ein bisschen zu erzählen, wie sich da das Einkäuferprofil in den letzten Jahren verändert hat? Also ich ich habe vorhin schon gesagt, deswegen, der, das ist ein schönes Thema. Ich habe vorhin schon gesagt, Digital Out of Home und Programmatic Digital Out of Home bringt einfach neue Kundensegmente und neue Zielgruppen mit rein. Und ja, wir haben natürlich eine alte Out of Home-Historie und das war bewusst ganz am Anfang auch eine Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir haben natürlich hier sehr enge Partner mit Spezialagenturen, die eben ähm, das Thema Out of Home auch ähm, par excellence verstehen. Wir haben aber bewusst gesagt, dass wir eben durch die Integration in tradierte DSPs. Wir haben äh, mittlerweile 15 DSPs angeschlossen. Sprich, ähm, auch Digitalagenturen können darauf zugreifen. Direktkunden können im Prinzip das Inventar direkt buchen. Und da sieht man schon auch, dass das ganze Thema sich einfach entwickelt. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges, weil... Ähm, ich glaube, Christian, du hast vorhin gesagt, eine Rewe wäre letztes Jahr nicht eingeladen worden. Vor drei Jahren, glaube ich, oder vier Jahren hätten wir hier insgesamt als, als Segment oder als Branche nicht so richtig stattgefunden. Und das hat sich verändert. Mittlerweile beschäftigen sich ganz, ganz viele unterschiedliche Kunden, ganz viele unterschiedliche Agenturen. Und am Ende hilft das der Gattung. Und alles, was der Gattung hilft, ist, glaube ich, richtig und wichtig. Ich kann das auch vielleicht mit ein paar Zahlen ergänzen. Also die Realität ist, dass Digital Out of Home und also Out of Home in klassisch wird natürlich Mehrheit von Spezialisten gekauft oder Expertenagenturen. Interessanterweise in Programmatik ist das nicht so und tatsächlich in Bezug auf unsere Umsätze zum Beispiel letztes Jahr circa 50 Prozent von unserer Umsätze ist gekommen von Spezialisten und Mediaagenturen äh, und circa 30 Prozent von Digitalagenturen. Diese Digitalagenturen ist was komplett Neues, was nie wirklich Zugriff auf Autofonds-Buchungen hätte. Äh, und dann natürlich steigen auch wachsend äh, Rest des Prozent sind DSPs auch für uns. Und Direktkunden, die auch ohne Agentur kaufen und wollen einfach alleine in die DSP das buchen. Ich glaube, dass das ändert sich sogar year over year. Äh, und es wächst deutlich mehr Richtung Direktkunden und Digitalagenturen. Auch extrem viele Anfragen kommen äh, von internationalem Geschäft. Das heißt, manchmal bekommen wir Anfragen von Spanien oder von UK oder sogar US. Mit, äh, und das ist deutlich einfacher, weil in der alten Welt musste man tatsächlich jemanden kennen von Ort, wie, wie erreiche ich die Firma. Äh, ich finde, das zeigt diese Entwicklung und für mich ist es immer mehr Demokratisierung für Autoform und auch jetzt was mit Rewe macht, dass ihr kommt auf den Markt. Es gibt so viele neue Mediaanbieter, die auch auf den Markt kommen äh, und so viele Kunden, die können jetzt eigentlich fast mit Knopfdruck. Programmatik out of home über eine DSP kaufen und ich finde es fantastisch, ich finde es sehr interessant, ich würde nicht sagen, dass alles wird jetzt programmatisch, I don't know, kann sein, aber es gibt eine Tendenz Richtung mehr Flexibilität und mehr Accessibility über Programmatik. Verstanden. Frank, siehst du das genauso aus Ver Verbandsperspektive oder wen seht ihr da sehr engagiert und vornehmlich? Ja, also wir sehen es aus Verbandsperspektive als Digitalverband natürlich so, dass wir jetzt uns vor allen Dingen um den Digitalbereich kümmern müssen, weil der klassische Bereich in den letzten Jahren schon verdammt gut versorgt worden ist. Der Digitalbereich hat einen Nachholbedarf, insbesondere der Digitalbereich Indoor. Wir sehen ja, dass draußen es schon eine MA-Studie gibt, also eine große Marktforschung, die von einem Joint Industry Committee rausgegeben wird, die MA Out of Home. Das ist jetzt unsere Aufgabe, dass wir für den Digital Out of Home Indoor-Bereich auch eine solche MA-Studie produzieren und damit also den Kunden auch eine Möglichkeit geben, sich auf eine, auf eine verlässliche Währung buchen zu, und einkaufen zu können. Und das ist jetzt unser nächster Job. Trotzdem sehen wir die Gattung Out of Home als eine Einheit. Das heißt, das gehört alles zusammen, die klassischen Medien, die digitalen Medien. Deswegen müssen wir perspektivisch dahin, dass wir auch eine gemeinsame Währung für diese Einheit haben. Das ist also unser Ziel. Und dazu führen wir gerade intensive Gespräche auch mit unserem Schwesterverband und Kooperationspartner Fachverband für Außenwerbung. Also es wird aktiv daran gearbeitet, aber die meisten Hausaufgaben hat der digitale Bereich jetzt gerade zu machen. Dankeschön. Christian, vor vier Jahren hatte, glaube ich, keiner mehr über einen Barcode geredet. Dann gab es leider eine Situation, wo man ständig Barcodes, oder gibt es leider immer noch, wo man ständig Barcodes vorzeigen muss. Ist das ein Thema für, für einen Rewe, dass man auch Barcodes auf dem Digital auf Homescreen mit anzeigen kann? Oder ist es sowas, was eher früher als Tracking noch nicht so weit war, man versucht hat, darüber so Erkenntnisse zu gewinnen? Also ich habe da tatsächlich heute Morgen noch drüber diskutiert und ich halte es für ein wenig äh, althergebracht, ehrlicherweise. Ähm, sprich, die Aufmerksamkeit äh, eines, eines äh, Kunden bei uns auf dem Screen sind zwei Sekunden. So, jetzt hat er da einen Barcode erhascht, ja. Ähm, wartet der da jetzt irgendwie, bis die Sendeschleife durchgelaufen ist, zuckt sein Handy und scannt ihn dann? Ich glaube nicht. Ja, also da bin ich eher bei dem Thema, dass man probabilistisch über einen Customer Graphen versucht herzuleiten, wer hat es denn eigentlich gesehen, ähm, als ihm sowas, sowas als Service anzubieten. Oder man geht hin und macht eine arrondierende Kampagne, wo man dann irgendwo anders dann eben auch die Chance hat, nochmal einen Barcode zu finden. Also, dass man sozusagen jetzt nicht nur irgendwie die, den, den Screen als sozusagen einziges Einfalltor nimmt, dann kann ich mir das auch vorstellen, aber nicht auf dem Screen. Dem stimme ich zu. Ich glaube... Da kann die Helen wahrscheinlich mehr dazu sagen, aber es gibt leichtere Möglichkeiten, die auch breiter einsetzbar sind, eine Reaktion von den Zuschauern zu bekommen. Mobile Media. Ne? Und ich glaube, deswegen arbeitet ihr auch viel mit kombinierten Kampagnen. Also ein Retargeting auf Mobile und Ähnlichem. Genau, richtig. Ähm, vielleicht noch kurz zum QR-Code. Bin ich voll deiner Meinung, bei einem. Standardmäßigen 10-Sekunden-Spot schwierig, das Handy rauszuholen und das Ganze zu scannen. Ähm, vielleicht nichtsdestotrotz einfach nochmal, um die Bandbreite zu zeigen. Wenn wir sehr hohe Wartesituationen haben oder sehr lange Wartesituationen, könnte es gegebenenfalls Sinn machen, aber wir raten auch eher immer davon ab. Genauso ist es, dass wir ja durch verschiedene ähm, ja, Measurement-Möglichkeiten, die wir mittlerweile haben, wirklich sehen können, welche Mobile-ID wurde am Screen gesehen und welche Mobile-ID hat Danach einen gewissen Store besucht, hat eine Conversion getätigt und all das ist mittlerweile möglich, um die Messungen dann doch eventuell auf einer eine besseren Art und Weise umzusetzen. Fast schon ein schönes Schlusswort, aber bevor wir zum Schlusswort kommen, Frank, ich hoffe, wir haben jetzt so ein paar Leute interessiert, dass sie mehr erfahren wollen über Programmatic Digital Out of Home. Ihr macht eine Reihe von Events. Was sind denn die nächsten Events, die ihr als Verband zur ja, launchen werdet und wo man äh, noch mehr erfahren könnte über Programmatic Digital Form. Am 27. April hier in Hamburg im Ruderclub RC Alemannia auf der Außenalster. Total cool. Hartwig Keunche kreatives Urgeschein, kommt mit seiner Band und spielt auf. ja Und vorher gibt es äh, ganz viele tolle Vorträge. Also wer Interesse hat, gerne bei uns melden. Alles klar. Kann, äh, von kann ich, meiner ich auch Seite... Events ergänzen? Oder nicht? Ah? Kann ich auch Events ergänzen? Klar, bitte. Okay, also wir haben auch Events. Äh, das war's. Am <laughs> 26.04. gibt es einen richtig coolen äh, Webinar äh, mit HOG und unseren äh, Kreativexperten zum Thema Effizienz. Auch mit Kollegen von View, die hier vor Ort sind, planen wir auch bald äh, weitere äh, digitale Webinarreihe und äh, noch äh, bald State of the Nation Report Launch. Sorry, ich musste einfach. Ja, ich kann diese okay, nicht zurückhalten. Jetzt muss ich aber auch so fair sein, will noch jemand anders ein äh, ja, Event genau. äh, sagen, auch das? wenn wir schon Knöpfe der Zeit sind und ich schon böse Blicke von da hinten kriege. Nein, insofern haltet die Augen und Ohren offen. Äh, von meinem Mini-Fazit, äh, ich glaube, ein super spannender Kanal, äh, Digital Out of Home, Programmatic Digital Art of Home, die Einstiegshürden sind viel geringer. Ihr habt so über ein paar kleine äh, Pitfalls gehört. Äh, Schwierigkeiten, die es gab. Da arbeiten äh, die, die Marktteilnehmer als auch äh, der Verband ganz stark dran, dass es die nicht mehr gibt. Und äh, ich kann nur empfehlen, probiert es einfach mal aus, informiert euch. Ähm, ist echt cool, was da abgeht. Fühlt sich so ein bisschen an wie äh, Programmatic Advertising so 2011-2012. Äh, ähm, und das ist jetzt alles auch im Digital of Home möglich. Insofern, vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, genießt euren Lunch und ähm, ein großes... Applaus nochmal für die Panelisten.